Manchmal sind die Dinge gar nicht so, wie man sich's vorgestellt hat, sondern besser. Hallo, hier bin ich mal wieder und zwar mit einem Video mit einigen Infos für euch. Denn ziemlich viele von euch haben mich gefragt, ob man bei uns eine Reitstunde nehmen kann oder Ausritte machen kann oder Reiterferien machen kann. Und ich habe mir gedacht, bevor ich euch allen einzeln antworte, mache ich einfach ein Infovideo darüber. Denn als erstes, man kann bei uns natürlich Reitstunden und Ausritte nehmen. Und zwar kann man entweder eine Einzelreitstunde bei uns ausmachen. Das geht immer von Montag bis Sonntag, haben wir immer von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Da kann man jederzeit eine Einzelreitstunde ausmachen. Oder ihr geht einfach in die Gruppenreitstunden. Die sind immer Samstag und Sonntag die 40-Reitstunden, eine 14, eine 16 Uhr. Dafür müsst ihr allerdings sicher in allen drei Grundgangarten reiten können. Also Schritt, Trab, Galopp solltet ihr schon mal auf dem Pferd sitzen können und euer Pferd dabei lenken können. Ansonsten könnt ihr in die Anfängerreitstunden gehen. Die sind immer Mittwoch und Donnerstag von 15 Uhr bis 17:30 Uhr. Ihr könnt aber auch Ausritte bei uns buchen, denn wie ihr bestimmt in den Videos schon gesehen habt, haben wir ein ziemlich geniales Ausreitgelände, da unser Hof direkt am Geisetalsee liegt. Dazu müsst ihr auch einfach bei uns anrufen oder Kontakt aufnehmen und einen Ausritt buchen. Alle weiteren Infos findet ihr aber auch auf unserer Seite von unserem Hof, die verlinke ich euch in der Infobox. Man kann aber auch Reiterferien bei uns machen, zum Beispiel in den Sommerferien. Da werde ich euch jetzt ein paar Infos dazu geben und hoffentlich eure Fragen alle beantworten können. So, vom 31.07. bis zum 4.08.2017 kann man bei uns Schlossferien machen. Wie lebten eigentlich die Menschen vor Jahrhunderten in Schlössern? Und wie lebten sie in Schloss Frankleben? Was haben sie gegessen? Was haben sie angezogen? Und wie haben sie sich unterhalten ohne Handy und ohne Internet? Wozu brauchten sie ihre Pferde? Und warum waren manche Pferde so teuer wie heute ein Luxusauto? Fragen, die wir dann gemeinsam beantworten werden. 5 Tage in Schloss Frankleben. Ritterlich-reiterliche Einführung und ritterliche Reiterübungen für mutige und mittelalterliches Essen, Trinken und Leben. Unbedingt auch Badezeug mitbringen, denn auch der See wartet auf uns. Das heißt also, für Kinder ab 6 Jahre, täglich von 10 bis ca. 15 Uhr, werden wir dann das Schloss erkunden. Das darf ich auch nicht sagen, oder? Um das Schloss herum erkunden. Ja, warum denn nicht? Ihr müsst wissen, wir nehmen dieses Video gerade zum gefühlt 10. Mal auf. Aber läuft bei uns. Also, wir werden. Wir sind nun mal in dem Schloss. Ich meine, was will man da machen? Wir können nicht das Schloss abreißen. Wir erkunden alles. Wir erkunden ums Schloss, im Schloss, um See, am See. Wir erkunden einfach alles. Also, wenn ihr Lust habt auf Erkundung, auf Ritteressen und Wunschessen, gesundes Essen, Susanna kocht. ich koche auch noch alles, dann kommt zu uns. Kommt zu uns. So. Tut mir leid, es ist spät. Ich verpasse Germany's Next Topmodel. Jetzt hat sie es auch noch ausgemacht. Ja, weil du hast immer hingeguckt und ich durfte nicht. So, nächster Kurs, Abenteuerkurs, vom 3.7. bis zum 7.7.2017. Erstmal bei uns im Schloss kennenlernen, Pferde kennenlernen und dann ein schöner langer Ausritt an den See von 10 bis 15 Uhr. Am nächsten Tag, jetzt wird es ernst, Reitworkshop. Vormittags und nachmittags Reitstunden, dazwischen Ausschnaufen und Erholen. 10 bis 15 Uhr, die Reitstunden gebe ich, ja. Also das Ausschnaufen, Erholen dazwischen, das habt ihr dann dringend nötig, weil ich bin wirklich streng. Am dritten Tag Nachtritt, 17 bis 22 Uhr. Ja, ihr habt richtig gehört, Nachtritt, ja. Das heißt, lange wach bleiben und dann ohne Sattel bei Dunkelheit an den See und vielleicht auch in den See, wer weiß. Mal sehen, was wir alles entdecken am nachtaktiven Getier. Also letztes Jahr hat meine Mutter überhaupt einen Esel Da gesehen. war, da war ein Esel. Natürlich Frag die war da ein Kinder. Esel. Da war ein Also, Esel am See. wer weiß, vielleicht finden wir ja diesmal ein Lama. So, du bist drinnen. Ich will mich da verarschen. Ohne Worte. So. Am vierten Tag baden, reiten, Badezeug. Du musst das nochmal von vorne anfangen. Ich fange doch nie nochmal alles von vorne Nein, aber an. wenigstens den Kurs. Hä, wieso denn? Den haben wir doch schon voll weit gehabt. Naja, dann mach. Am vierten Tag baden, reiten, Badezeug mitbringen, schon angezogen haben. Wir reiten ohne Sattel zum See, machen dort Picknick, baden mit unseren Seepferdchen und reiten dann zurück. Von 10 bis 16 Uhr. Yay. Also, wenn ihr schon mal mit Pferden schwimmen wolltet und schwimmen wolltet. Das war so richtig. Oder? Ja, schwimmen gehen wolltet. Dann freut euch auf den Tag. Und am fünften Tag, puh, Überraschung wird noch nicht verraten, aber wird mega spannend. Open End, also da, aber es fängt trotzdem um 10 an, denke ich mal. Also ja, das ist der Abenteuerkurs. So, and we've got a little surprise for you, because there's another possibility to spend your vacation at our stable. Guck mal, sie ist auswärts. And in that vacation, you come to us from the There's no date. Oh, it's here. 24 of July.
till the 28th of July, from 10 till 3 o'clock. And we're going to ride on our horses, but on English. Because you're not even learning to tack up your horse and ride your horse and go over little jumps and things like that. You also learn how to speak English. Because I've been in England for like 3 months and working at a stable. So I'm really good in speaking English with horses and around horses and about horses. So you can come and then we learn together. We learn how to ride and we learn how to speak English. Wenn ihr das jetzt verstanden habt, dann glaube ich, müsst ihr dann nicht hinkommen. Wenn ihr euch jetzt gedacht habt, was redet ihr da? War das Chinesisch? Nein, das war Englisch. Denn ich habe 3 Monate in England verbracht nach meinem Abitur bei einem englischen Reiterhof. Und deswegen wird es dieses Jahr auch einen Kurs geben, bei dem ich nur Englisch reden werde. Bei dem es aber auch ums Reiten geht. Ihr lernt also zu reiten auf Englisch. Das heißt, wenn ihr eine richtig schlechte Note habt in Englisch und eure Eltern sagen, lernt Englisch, oder ihr einfach mal Bock habt, ein bisschen da reinzuschnuppern, dann solltet ihr vom 24.07. bis zum 28.07. zu uns kommen. Denn dann können wir beides miteinander verbinden und viel Spaß haben. So, ich glaube, das waren jetzt alle unsere Kurse. Ich hoffe, ich konnte... Sag noch, dass man immer bei uns übernachten kann. Man kann immer bei uns übernachten. Kann wir haben noch ein Foto, ein Zelt. Im Bett schlafen. Nein, nicht bei Susanne im Bett, aber wir haben Zelte und Elsa und Ponys, die da mit reinkommen. Also ich schicke dir noch ein schönes Foto. Von Elsa im Zelt. Von Elsa im Zelt. Also, Elsa und Paula im Zelt. Wenn ihr mit einem bissigen Pony im Zelt schlafen wollt... Läuft bei uns. Wer will denn freiwillig im Wohnwagen schlafen? Also ihr könnt auch übernachten. Okay, ich hoffe, das waren jetzt genügend Infos. Wenn ihr denn noch Fragen habt, schreibt sie unter dem Video oder schreibt sie mir persönlich. Wie gesagt, also Buchungen bitte nicht über mich oder über YouTube laufen lassen, sondern über die Webseite. Da stehen alle Telefonnummern und alles drauf. Ich verlinke euch die Webseite in der Infobox. Da findet ihr nochmal mehr Informationen zu uns, zu unseren Pferden, wo der Stall überhaupt ist. Ich glaube, die Unkostenbeiträge stehen da leider auch nicht drauf. Die müsst ihr dann nochmal extra nachfragen. Aber ja, also wir würden uns freuen, ein paar von euch kennenlernen zu dürfen. Und das war es eigentlich auch schon. Dann würde ich sagen, seht ihr mich am Dienstag wieder. Tschüss!